Sportsbacca, ganz hoch oben geht es heute los. Es wird gekämpft um 1 Million Yen. Und hallo sagt euer Andreas. Herzlich willkommen natürlich auch vom Lenz. Da darf natürlich auch das Sushi nicht fehlen, denn wir befinden uns im wunderschönen Japan. Und da sind die Kirschblüten zu Hause, zum Beispiel die entzückende Kimiko. Hallo Kimiko. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sportsbacca. Ja, Schwachstromelektriker sind auch wieder gefragt bei der Monster Trap und diesmal das Sushi-Band in der Ausländerversion. Das heißt, Europäer, Amerikaner, die in Japan leben, die müssen ans Sushi-Band. Und der Super Million Man, der ist heute in den USA. Und das solltet ihr euch wirklich nicht entgehen lassen. Bis gleich. Los geht's mit Sportsbacca, der Super Million Man auf Abwägen. Ihr seht richtig, das ist nicht Japan. Er ist auf der Suche nach den besten Fallschirmspringern der Welt. Aber erstmal macht er natürlich eine kleine Stadtrundfahrt. Und bei der Platte von Mel Gibson, da schaut er mal, ob seine Hände da reinpassen. Ein kleiner Abstecher in den Jurassic Park, der darf natürlich nicht fehlen. Und der Super Million Man, der lässt sich da ein bisschen erschrecken. Seltsam, seltsam. Dafür hat er ein Auto, das verschwinden kann. Der Super Million Man überrascht uns immer wieder. Ja, da appariert er sozusagen. I can assure you that I will be the number one person. I will defeat Hatman. I promise that to the United States. Und hier haben wir den ersten Herausforderer. Sein Name ist Harry und er ist ein Marine, eine Spezialeinheit der US Navy. Und er hat gesagt, er wird der Erste, der den Super Million Man schlagen wird, besiegen wird. Und es ist ein neues Spiel und deswegen kann er auch der Erste werden. Es geht darum, diese Strickleiter sozusagen hinaufzuklettern. Denn dort oben in dem Kasten, da befindet sich ein goldener Ball. Und wer diesen goldenen Ball mit auf die Erde bringt, der bekommt die Million. Hochmut kommt vor dem Fall. Die beiden sind natürlich bestens abgesichert per Fallschirm. Die beiden haben natürlich einen Fallschirm, denn es geht darum, den Ball mit auf die Erde zu bringen. Und das heißt, man muss erstmal klettern. Vielleicht kann sich der eine oder andere von euch an diese unvergessliche Szene aus dem James-Bond-Film erinnern, als James Bond 007 genauso mit dem Beißer kämpfen musste in den Lüften. Und jetzt stürzen sich die beiden in die Tiefe. Der Herausforderer sucht seine Chance, dem Super Million Man den Ball noch zu entreißen in der Luft, auf dem Weg nach unten. Ideale Bedingungen über der Wüste. Oh, und die beiden im Knäuel nach unten. Ja, das ist schon eine bisschen härtere Herausforderung für den Super Million Man. Ich glaube auch, da muss er alles zeigen. Also ein Fallschirmspringer von den US Marines, das ist eine ganz harte Nummer. Zack! Und da hat er ihn. Nein. Super Million Man hat immer noch den goldenen Ball in seiner linken Hand. Großartige Täuschungsmanöver, also der Super Million Man in ganz, ganz großer Form. Eine Möglichkeit hat er noch. Und die Attacke daneben. Und da schießen die beiden nach unten. Jetzt heißt natürlich erstmal ärgern, ärgern, ärgern. Und er möchte gerne den Super Million Man in seiner Truppe haben. Nur zu verständlich. Und wir sind in der Monster Trap im ersten Zimmer. Der Herausforderer ist Tetsuro Degawa. Ah, der wird doch noch ein bisschen rumgefahren. Versucht sich da mit unseren netten Mönchen zu unterhalten, aber die geben natürlich keine Antwort. Ja, ist ein bisschen verunsichert, denn diesen Herausforderern werden vorher die Regeln nicht erklärt. Immer geradeaus. Jawohl, oder auch immer der Nase nach.
Das Spiel erklärt sich ja von selbst. Hier heißt es einfach Stecker zusammenstecken. Nur er muss das erstmal rausfinden. Denn sonst wird die Luft für ihn ganz schön eng, weil immer mehr Türen sich schließen. Fragt sich da offenbar, ob irgendeine bösartige Macht die Tür zugemacht hat? Ja, natürlich. Jetzt die große Frage, wie kriegt man diese Türen auf? Also, ich hätte da Angst. Hat unser Kandidat offensichtlich auch. 20 Minuten später, ich glaube, er ist dabei zu kapieren, worum es geht. Links oder rechts? Er wird es nicht schaffen, diese Wände zu durchbrechen. So viel steht fest. Er sucht nach Geheimtüren, dass sich da irgendwas bewegt. Oh, aber hallo, er hat die Kabelelemente schon entdeckt nach Minute 23. Da ist die Freude groß. Es passiert zumindest irgendwas. Aber jetzt kommt die erste Auswahl. Da wird es jetzt ganz knapp für ihn noch. Wenn sich noch eine Tür schließt, dann ist er draußen. Aber das hat er gerade noch abwenden können. Er muss ja die richtigen Stecker miteinander verkabeln. In diesem Fall also blau mit rot. Das ist grün mit rot und schon beginnen die Türen sich zu schließen. Jawohl, die Tür geht wieder auf. Sesam, öffne dich. Hi. Oh. Jawohl, nochmal blau mit rot. Er wird es wieder mit blau und rot versuchen. Oh, das geht schief. Logisch. Und jetzt aber schnell, jetzt ist die Auswahl schon etwas größer. Da liegen immerhin 4 Kabel. Er hat den grünen und den roten Stecker schon in der Hand gehabt. Grün und orange, das hat ihn gerettet. Jetzt grün und schwarz. Und das ist die letzte Stufe, bevor er in den zweiten Raum treten darf. Unerbittlich schließen sich wieder die Türen. Das ist natürlich auch Nervenzerfetzen für ihn. Er hört, wie sich eine Tür nach der anderen schließt und das Geräusch kommt immer näher. Jetzt die Ruhe zu bewahren, ganz schwierig, auch das nicht. Oh oh, Game Over! Das ist sogar für mich ganz leicht zu verstehen. Er hat es nicht geschafft und wir gehen in die Sushi-Bar. 20 Stücken ganz besondere Sushi sind aufgebaut. Als 21. Teller das Geld. Und der 7. Teller, das waren Salztrockenpflaumen, sehr sauer. Und da gibt es auch noch Natto, dieses Zeug aus gegorenen Sojabohnen. Und davon wollen wir gar nicht sprechen. Das waren gebratene Heuschrecken. Ja, warum auch nicht? Angeblich ja sehr gesund, sehr proteinreich. Wir haben jedenfalls mal einen Italiener, der da anfängt. Seit einem Jahr lebt er in Japan und ich denke, mit Pizza oder Spaghetti, da hätte er hier überhaupt keine Schwierigkeiten. Sushi schmeckt ihm aber offenbar auch ganz besonders gut. Lecker Sushi. Hier also die extra sauren Salztrockenpflaumen mit Kern. Na gut, das ist offenbar noch zu machen. Das Praktische ist vielleicht, dass man beim einen oder anderen nicht genau weiß, was es ist. Ja, bei anderen Dingen weiß man es natürlich nur zu genau. Und das ist jetzt Natto. Aus gegorenen Sojabohnen wird das gemacht und das stinkt erbärmlich. Ja, das geht nicht mehr ganz so leicht runter. Vergorene Bohnen, das ist für einen Italiener doch ein bisschen zu heftig. Kleine Erfrischung gefällig.
kleine Erfrischung, vielleicht ein kleines Schnäppchen hinterher. Und hier haben wir gerade gesehen, die Olympischen Ringe, das war in Seoul. Und der Herausforderer Daniel, der hat in Seoul diese Truppe, diese Fallschirmspringertruppe geleitet. Also das ist ein ganz erfahrener Typ. 8600 Sprünge hat er schon auf dem Buckel. Nur die Frage, kann er den Super Million Man besiegen? Denn ich glaube, allein schon die Frage, wer hier als erster an den goldenen Ball rankommt, entscheidet schon dieses Spiel. Und der Super Million Man, er macht wieder Boden gut. Klasse. Und ein Duell in 4000 Metern Höhe. Oh, da wird Daniel ganz schön rabiat. Aber wir kennen den Super Million Man. Wir können uns auf ihn verlassen. Jawohl. Und er hat als erster den goldenen Ball. Und der Ball fällt runter. Und die beiden stürzen sich hinterher. Wer fängt ihn rückwärts im Dive? Unglaubliche Action hier über der Wüste Kaliforniens. Jetzt einmal verfehlt. Aber jetzt die Chance für den Super Million Man. Oh, knapp. Und er hat ihn, ich hab's gewusst, wir können uns auf den Super Million Man verlassen. Aber die beiden schenken sich nach wie vor gar nichts. Beinahe Kollision in 1500 Meter Höhe und da saust er ab, der Super Million Man, nicht einzuholen. Waghalsiges Manöver, das war atemberaubend. Das war atemberaubend und eine großartige Leistung vom Super Million Man. Wir sind aber zurück in der Monster Trap. Und wir haben da eine Sängerin, das hört man schon an diesem Stimmchen, Tomomi Nishimura. Versucht sich hier den Weg frei zu singen, aber das funktioniert natürlich nicht. Jetzt hat sie die Stecker entdeckt. Kurias. Ja, da geht ihr ein Licht auf. So, Bracket und Skipper, okay, das. Was einmal funktioniert hat, kann vielleicht nochmal funktionieren. Aber es scheint doch sehr schwierig zu sein. Jetzt wird's interessant. Hat sie auch die nötige Nervenstärke? Oh, oh, jawohl, da gehen sie zu, die Tore. Gefordert ist grün und rot. Jawohl, schon erwischt. Aber sie ist reichlich nervös. Tja, das ist blau, aber gefordert ist grün und schwarz. Und das geht jetzt schief. Ja, den grünen hätten sie schon. Hoffentlich macht sie es besser. Sie hat aber nicht mehr viel Zeit, Kimiko. Also bei Rot und Weiß ist sie sehr weit weg von der Ideallinie. Und da geht die letzte Tür zu. Game over, es ist vorbei. Vielleicht noch ein Ständchen? Tja, heute hat es keiner geschafft. Noch nicht einmal in den zweiten Level. Also, dieses Spiel ist sehr schwer. Da müssen sich die Kandidaten noch ein bisschen dran gewöhnen, glaube ich. Tja, hier gibt es wieder Leckerchen, Heuschrecken, Salztrockenpflaumen, alles, was das Europäerherz begehrt. Also, diese vergorenen Sojabohnen fand ich schon ziemlich abstoßend. Mal sehen, was William Poulsen damit anfängt. 22 Jahre alt, er ist Student aus den USA und ist erst seit 3 Monaten in Japan. Mahlzeit. Und er ist bei den Salztrockenpflaumen und die kommen irgendwie immer wieder raus. Da kann er machen, was er will. Ja,
Anato, das ist gefürchtet. Aaron Kieselbach, Englischlehrer aus Kanada, lebt seit 4 Jahren in Japan. Und jetzt Natto, die ultimative Herausforderung. Vergorene Sojabohnen, da braucht man einen ganz besonderen Gaumen. Wie wird's mit dem Nachschlag? Ich glaube, da besteht überhaupt kein Bedarf. Nein, er gibt auf, das ist einfach zu viel. Aus Geschmacksgründen aufgegeben, aber Heuschrecken, tja. Da haben wir Paul Kaminski, ein Dolmetscher aus Polen, lebt seit 2 Jahren in Japan und ist jetzt bei den Heuschrecken. Aber er schafft sogar das, ja, das wieder ganz herkömmliche Sushi. Lassen wir gelten, oder? Nein, er muss die Heuschrecke runterschlucken. Regeln sind Regeln. Ich glaube, ich sehe da immer noch ein Heuschreckenbeinchen irgendwo. Andreas, du bist zu streng, aber sei es drum, da war schon ein Sushi-Teller unter der Schranke. Der Super Billy Man muss sich wieder einem Herausforderer stellen. Ich nehme mal an, da sind nur die Höchstqualifizierten angetreten. Ob sie es schaffen, das seht ihr gleich. Sportsbacker mit einem unglaublichen Sky Battle, den wir schon gesehen haben, und es wartet noch einer auf euch. Außerdem in der Monster Trap eine Sängerin, die sich leider mit Starkstromkabeln nicht so richtig auskennt. Und beim Sushi, da kämpfen Europäer mit Salztrockenpflaumen, mit Heuschrecken, mit vergorenen Sojabohnen. Uiuiuiui, das wird schwer. Aber jetzt haben wir den ultimativen Sky Battle, denn der Herausforderer, der ist kein geringer als der Stuntman von James Bond, eben genau für solche Fallschirmszenen. Er will aber hoch hinaus. Natürlich, er will an den goldenen Ball. Sein Künstlername ist BJ und er hat immer, wenn es gefährlich wurde beim Fallschirmspringen, ist er eingesprungen für, ich weiß nicht, Sean Connery, Roger Moore, wen auch immer. Eingesprungen im wahrsten Sinne des Wortes natürlich. Und er verschafft sich da mit einiger Härte tatsächlich einen Vorteil. Greift sich den Ball. Ja, und jetzt muss er eigentlich nur noch runterspringen und dem Super Million Man aus dem Weg gehen. Aber das ist leicht gesagt. Werden wir jetzt die erste Niederlage des Super Million Man sehen? Es wäre ja eigentlich mal an der Zeit. Er jubelt schon. BJ jubelt und versucht ihn da zu verarschen. Winkt in die Kamera, merkt nicht, dass der Super Million Man kommt. Und unglaublich, der Super Million Man entreißt ihm den goldenen Ball. Jetzt hat er eine Riesenchance. Ist tief gefallen. Ja, noch fällt er, noch hat er ein bisschen Platz. Noch Luft unter dem Bauch. Und das ist gar nicht so einfach, bei diesem Mordstempo diesen Ball zu fangen. Der Super Million Man hat's wieder geschafft. Der Ball ist fest in seiner Hand. Aber BJ lässt nicht locker. Hoffentlich geht das gut. Jetzt hat er losgelassen und der Super Million Man saust wieder gen Erde. Donnerwetter! Grandiose Leistung der Super Million Man, auch von diesem Herausforderer nicht geschlagen. Jetzt bin ich auf den Kommentar aber wirklich gespannt. I don't know what happened. I was that close. Er kann sich's nicht erklären. So nah war er dran und doch gescheitert. Und wir haben noch einen Kanadier, Walter Schneider. Und der ist stolz darauf, dass er als Student mal 56 California Rolls gegessen hat. Und das ist schon ganz ordentlich. Und seine Studentenzeit ist ja auch noch nicht so lange her. Das wäre mir zu viel. Ja, 56 wäre mir auch zu viel. 40 vielleicht. Ebenfalls mit einem super coolen Ansatz. Wahrscheinlich arbeitet er sonst nebenher ein bisschen als DJ. Hast du was gegen DJs? Nein, überhaupt nicht. Ich finde das ausgesprochen cool, was er da macht. Teller 7, jetzt sind wir gespannt auf die Salztrockenpflaumen. Ah, noch einmal hinter dem Rücken und ja, mit ein bisschen Spaß und Spiel geht das alles wie von selbst. Von wegen. Das ist sehr ätzend. Könnte ich mir allerdings auch vorstellen. Oh,
Ja, Selbstmotivation ist die halbe Miete in diesem Fall. Dem war es gar nicht schnell genug. Aber jetzt Natto, die ultimative Herausforderung. Augen zu und durch. Irgendwann einmal wird er sich genau ansehen, was er da gegessen hat, und es wird ihm nicht gefallen. Oh nein, erst 12 Teller, 8 fehlen noch. Er hat richtig Hunger. Sieht zumindest noch ganz so aus. Und noch Fisch, aber so langsam bekommt er da ein bisschen Platzprobleme. Ja, vielleicht mal schlucken. Ja, bunkern in der Backe, das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber keine Möglichkeit, die lange durchhalten wird. Die Heuschrecken, es waren in diesem Fall die Heuschrecken, die ihn geschafft haben. Tja, das reicht. Schluss, aus. Schade, ein toller Kandidat. Ja, aber da haben Europäer doch ein bisschen das Nachsehen, wenn es ans Sushi-Band geht. Trotzdem finde ich es bewundernswert, dass sie sich dieser Herausforderung gestellt haben. Und wir vergeben die Baka des Tages. Tja, und da ist er natürlich ein ganz großer Kandidat an den Heuschrecken. Leider sich verschluckt. Auf dem Platz Nummer 2 unsere entzückende Sängerin. Sangesfreuden und Steckverbindungen haben ihr vielleicht manchmal was gemein. In diesem Fall hat es für sie nicht geklappt. Und die absolute megastarke Nummer 1, der Mann mit den Heringsschwänzen, der Kanadier, der alles gegeben hat, aber es hat nicht gereicht. Vielleicht schaut er ja mal rein bei Wovon Du. Ich sag jedenfalls mal Tschüss, euer Andreas. Tschüss natürlich auch vom Lenz, und die Kirschblüte hat wie immer das Schlusswort. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Sportsbacker.